Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Heute geht es um zeitlich begrenzte Special-Events in Hearthstone, die immer mal wieder angeteased werden von den Entwicklern. Wir gucken uns ein paar Tweets an, worum es da geht und besprechen mal die Vor- und Nachteile. Bis gleich! Ja, Hallöchen, da sind wir auf Twitter gelandet. Da ist der gute August Dean Ayala, Chef, Mega-Chef von Blizzard, in letzter Zeit immer also relativ stark unterwegs. Da macht er ja auch seine Q&As und Ask Me Anything. Ich weiß übrigens nicht, warum ich heute bin ich unfassbar farblos hier unten rechts. Also, ich habe gut gegessen, ihr braucht keine Angst haben. Ich glaube, in Wirklichkeit habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Farbe im Gesicht und sehe nicht tot aus. Also es geht hier beim allerersten Tweet um ein Bonus-Event, nämlich ein Klassen-Bonus-Event, welches mehr Erfahrungspunkte und Bonussterne versprechen soll. Übrigens, also bei diesen Bonus-Events oder bei diesen Fragen, die ihr macht, es ist nichts in Stein gemeißelt, es ist noch nichts in der Entwicklung. Das sind nur Dinge, aber ich sag mal, er hat das jetzt öfter angesprochen, also diese Dinge scheinen groß im Kopf zu sein und scheinen zumindest sonst würde er nicht jetzt ständig mit solchen Sachen um die Ecke kommen. Also es ist nichts, was ich glaube, völlig unmöglich ist, dass es passiert. Aber es ist noch nichts in Entwicklung und noch nichts fest. Es kommt in 3 Wochen, es kommt in 2 Monaten. Das sind alles nur erstmal Gedankenspiele. Also, im Ladder-Format, im Standard-Format wird eine zufällige Klasse wird ausgewählt als eure Bonusklasse. Und wenn ihr die spielt, bekommt ihr doppelte Erfahrungspunkte und doppelte Sterne. Und nach 3 Siegen wechselt die Klasse. Also es würde jetzt ausgewählt werden, Schurke ist meine Bonusklasse und 3 Spiele lang bekomme ich doppelte Erfahrungspunkte und doppelte Sterne. Wenn ich dann diese 3 Games gemacht habe und 3 Games gewonnen habe mit Schurke, dann wechselt die Klasse und dann ist Hunter meine Bonusklasse und dann bekomme ich für Siege mit Hunter doppelte Erfahrungspunkte und doppelte Bonussterne. Das ist das, was er jetzt einfach mal so Traum geworfen hat. Das kann man ja auch, das könnte man komplett anders machen. Also man könnte 10 Siege, 10 Games, einfach nur Games, nicht Siege, 5, also 3 Siege, 5 Siege, 10 Siege. Da kann man natürlich noch ganz viel weitergehen. Er hat jetzt erstmal so mit diesen 3 Siegen gemacht und dann wechselt die Klasse. Da kann man viel von halten. Ich sag mal, ich bin der Meinung, zum einen Bonus-Events insgesamt können nur gut sein. Hearthstone gibt es jetzt eigentlich sehr, sehr lange. Und wenn man ehrlich ist, hat sich in 7 Jahren Standard-Ladder, bis auf natürlich also immer wieder neue Add-ons und immer wieder neue Karten, bis auf das hat sich eigentlich nicht viel geändert. Es gab einmal ein Bonus-Event, da kamen Wildkarten zurück. Das war eigentlich eine sehr coole Sache, dauerte halt nur leider zu lange. Es ging 2 Monate, das war zu lang, aber ansonsten war es sehr cool. Und ansonsten passiert eigentlich nicht viel in Standard. Insofern, jedes Bonus-Event kann eigentlich nur gut sein, finde ich, und bringt halt ein bisschen frischen Wind. Und ich meine, Bonus-Erfahrungspunkte und Bonussterne, das kann auch nicht schlecht sein, finde ich. Und wenn eine Klasse ausgewählt wird, dann spielt man sie auch. Also ich zum Beispiel spiele wenig Hunter oder ich spiele wenig Demon Hunter. Wobei in letzter Zeit jetzt, es hat sich ja alles gedreht mit der Schurkenquest und mit dem Death Rattle Demon Hunter spiele ich sogar auch Schurke und ich spiele sogar auch Demon Hunter. Also diese Meta ist jetzt komplett nochmal anders, also jetzt spiele ich auch mal die Klassen, die ich nicht so oft spiele. Aber es gibt Klassen, die spielt man nicht so gerne. Und dadurch würde man halt mal gezwungen, sie zu spielen und würde vielleicht Spaß dran finden oder hat zumindest für 3 Games mal Spaß, weil man ja auch einen Grund hat, es zu machen. Insofern, also Doppelerfahrungspunkte sind gut, doppelte Sterne sind gut. Ich meine, ob doppelte Sterne jetzt sein müssen, ganz ehrlich, dann wird jeder halt Diamant, dann wird fast jeder halt Legend, weil er doppelte Sterne bekommt. Insofern, ob man jetzt diese doppelten Sterne braucht. Also ich persönlich denke, doppelte Erfahrungspunkte würde vielleicht schon reichen. Und eventuell vielleicht noch irgendeine extra Belohnung, wenn man es 10-mal macht. Also sagen wir mal, du spielst 10-mal deine Bonusklasse, dann kriegst du 2 Packs oder so. Also wenn du 10-mal die Bonusklassen durchgespielt hast, du hast jede Klasse einmal gebonus, dann kriegst du noch 1 oder 2 Packs als Bonus geschenkt. Das würde vielleicht reichen. Also Bonus-EP und ein Pack am Ende. Und dann brauchst du das mit den Sternen gar nicht. Weil das mit den Sternen ist halt wirklich so, wenn jeder doppelte Sterne bekommt,
Dann geht ja jeder auf Plate, jeder auf Diamant, jeder auf Legend. Das ist mir egal, also von mir aus könnt ihr es machen, mir ist es wurscht. Aber einige werden vielleicht denken, okay, das nimmt den Reiz der Ladder, wenn jeder jetzt die Sterne bekommt, nachgeschmissen, dann nimmt es ja den Reiz der Ladder. Kann ich auch nachvollziehen. Insofern müsste man das mit den doppelten Sternen gar nicht machen. Aber doppelte Erfahrungspunkte bekommen, das kann ja eigentlich keiner schlecht finden. Was sind die Nachteile? Der einzige große Nachteil, den ich sehen kann, ist Leute, die nicht alle Karten haben. Also Leute, die zum Beispiel alle Karten disenchanten vom Magier, vom Hexenmeister und vom Priester, weil sie nur Schurke und Hunter spielen. Oder sie spielen nur Priester und Magier und haben halt Schurken, Hunter und Demon Hunter Karten disenchant, weil sie sind halt Free-to-Play, sie spielen nicht so viel, sie wollen ein, zwei gute Decks haben und deswegen disenchanten sie alles andere und spielen nur ein, zwei Klassen. Solche Leute gibt es, kann ich immer schwer vorstellen. Ich meine, ich spiele jeden Tag 6-7 schon Hearthstone, deswegen für mich ist das eine Welt, wo ich denke, okay, das gibt es wahrscheinlich eher nicht. Aber natürlich gibt es solche Leute, aber es gibt Leute, die wenig Hearthstone spielen, die kein Geld investieren und die müssen gucken, wie sie ein, zwei Decks zusammenbekommen. Und die könnten das dann natürlich schwierig machen. Wenn die dann, sagen wir mal, jemand wird Priester zugelost und hat 10 Priesterkarten, ja, viel Spaß dabei, 3 Games zu gewinnen, wenn man quasi keine Karten hat und man kann dann mit irgendwelchen neutralen Karten spielen. Geht wahrscheinlich auch irgendwie. Aber das ist natürlich, das ist der eine große Nachteil. Also Free-to-Play-Spieler, Spieler, die nur 1, 2, 3 Klassen spielen und davon auch nur die Karten haben, die werden bei so einem Event einigermaßen ausgeschlossen. Man muss natürlich immer wieder fair sein und sagen, du bekommst ja nicht weniger. Also der Free-to-Play-Spieler, der das Event nicht machen kann, der bekommt genau das, was er jetzt bekommt. Also er bekommt nicht weniger. Aber man fühlt sich natürlich ausgeschlossen und man fühlt, als würde man etwas nicht bekommen. Das ist auch klar. Insofern, das könnte ich verstehen, dass die das nicht gut finden. Aber abgesehen von denen, die nicht ansatzweise alle Karten haben, beziehungsweise die nur ein, zwei Klassen haben, kann ich da nichts Schlechtes dran sehen. Ob es doppelte Sterne geben muss oder nicht, das glaube ich, kann man drüber nachdenken. Aber doppelte EP, vielleicht noch einen kleinen Extra-Boni, sowas ist sehr, sehr cool. Und wie gesagt, allgemein irgendwie das Ganze aufbauen und ein bisschen interaktiver, interessanter machen, diese Ladder mit solchen Events, finde ich eine gute Sache. Und natürlich gibt es eine fleißige Community, die das Ganze direkt weiterdenkt. Ich habe hier mal ein Bild rausgesucht, was mega geil ist, zum Beispiel. Ja, sowas kann man daraus machen. Duels Weekend. Play in Duels Mode. Und du bekommst 30% mehr Erfahrungspunkte für jedes Game in Duels. Add Nosdormu to the Deck. 7 Tage lang geht das. Und wenn man Nosdormu im Deck hat, bekommt man 15% mehr Erfahrungspunkte. Wie geil wäre das? Das wären Dinge, die was bringen würden. Nicht so eine bescheuerte Quest, die man skippen kann. Wild Weekend, spiele wild und bekomme 10% mehr Erfahrungspunkte. Ich meine, das kann man von 30, 15, 10, da kann man sich ja, worauf auch immer man sich einigt. Ein Wochenende oder eine Woche, das kann man ja wirklich, das könnte man wirklich je nachdem machen. Also Nosdormu zum Beispiel, dass man da eine Woche sagt, finde ich völlig in Ordnung. Bei Duels ist, glaube ich, ein Wochenende besser, weil Duels eine Woche lang spielen, das wollen vielleicht viele nicht. Okay, dann kriegen sie halt den Bonus nicht, insofern wäre es auch okay. Aber bei einem 30% Boni ist vielleicht ein Wochenende auch besser. Bei einem 10-15% Boni kann man vielleicht eine Woche nehmen. Und dann kommt es halt drauf an. Aber sowas, mega cool. Solche Ideen. Ich meine, es ist eine passive Quest. Die ist da einfach. Wer Nosdormu nicht spielen will, spielt ihn halt nicht. Mein Gott, das sind 10-15% EP, Leute. Sind nicht die Welt. Aber es ist natürlich was. Und wenn man deswegen Nosdormu ins Deck packt, oder es kann man jetzt ja auf jeder... Du kannst es mit Lady Prestor. Natürlich sollte man da keine Karte nehmen, die sowieso jeder im Deck hat. Aber du kannst Karten nehmen, die halt selten gespielt werden. Und damit kannst du sowas machen. Also, absolut grandiose Idee, diese passiven Quests, die ein Wochenende oder eine Woche laufen. Da kann man, wie gesagt, man kann Spielmodi nehmen, man kann Karten nehmen, man kann eine Klasse nehmen. Eine Klasse ist vielleicht problematisch. Also, sagen wir mal, es würde jetzt für eine Woche, wenn du Schurke spielst, 10% mehr EP geben. Dann kann es natürlich sein, dass du eine Woche lang 70% Schurken triffst. Also, ich glaube, bei einer Klasse sollte man es auf einen Tag oder halt wirklich 3-4 Games beschränken und dann sollte es wechseln oder so. Also es könnte ein Klassenwochenende geben, wo halt diese Klassen, wo du Bonus-EP bekommst, immer wechseln. Weil wenn es wirklich eine Klasse für eine Woche geben würde, würde diese Klasse halt in der Woche vielleicht 70-80% gespielt werden oder 60% und du würdest durchdrehen. Also bei einer Klasse sollte man vielleicht aufpassen. Aber ansonsten ist das hier eine grandiose Idee und ich stehe davor. Also das hier finde ich ganz toll, was er da gemacht hat und das ist Klassen-Event. Auch gerne. Ja, bis auf den Nachteil, dass die Leute halt, die Klassen nicht haben oder halt die Klassen, nicht alle Klassen vollständig haben, dass die natürlich ein bisschen den Nachteil haben. Bis auf diesen Punkt, der natürlich wichtig ist, finde ich es eine großartige Geschichte und
ja, alles, was Hearthstone irgendwie auflockert, gerne. Und dann haben wir noch das, was als erstes gekommen ist, nämlich eine Klasse bannen. Ja, für einen Monat eine Klasse bannen als Special Event. Ja, das ist tatsächlich kontroverser, würde ich sagen. Ich meine, doppelte EP bekommen. Ganz ehrlich, keiner kriegt einen Nachteil, einige kriegen einen Vorteil. Das kann man per se auch nicht super schlecht finden. Aber eine Klasse bannen, da gibt es Vorteile, da gibt es Nachteile, da kann man heiß diskutieren. Ich weiß selber nicht genau, also ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, was passieren würde, wenn das passiert. Deswegen, also vorneweg, ich kann dazu nicht genau sagen, was passieren würde, wenn das kommen würde. Ich kann nicht sagen, ob das eine gute Idee ist. Das Einzige, was ich sagen kann oder was ich sagen will auf jeden Fall ist, macht es, testet es. Nicht für einen Monat. Testet es doch mal für eine, maximal zwei Wochen. Also am besten eine Woche mal machen. Wenn euch das nicht reicht, dann macht es zwei. Aber vielleicht keinen Monat. Weil wenn es richtig scheiße ist oder wenn es gar keinen Spaß macht, ist ein Monat verdammt lange. Aber für eine Woche maximal zwei, das einfach mal testen, eine Klasse bannen können. Wenn sie es wirklich... Ich weiß, es ist bestimmt viel Arbeit und deswegen muss man das durchdenken. Aber ich glaube, nur durchs Besprechen wird man nie auf den Nenner kommen, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist. Deswegen machen, testen und dann schauen, ob es gut oder schlecht ist. Ich meine, was passiert? Ich meine, der Punkt ist, ich bin jetzt Control Priest. Ich spiele jetzt Control Priest und es gibt da dieses eine OTK-Deck. Gegen das bin ich richtig, richtig gut. Das banne ich. Und ich sag mal OTK Demon Hunter. So. Ich banne jetzt OTK Demon Hunter. Okay, also das schlechteste Deck, gegen was ich spielen kann, ist raus. Ich habe also mein schlechtestes Matchup gibt's nicht mehr. Jetzt habe ich ein richtig gutes Matchup. Sagen wir mal gegen Face Hunter. Ich gewinne jedes Game gegen Face Hunter. Das heißt, der Face Hunter wird mich bannen. Also Face Hunter bannt Priest, Priest bannt Demon Hunter. Ich habe mein bestes Matchup also weg und ich habe mein schlechtestes Matchup weg. Das heißt also, normalerweise müsste jetzt also die Meta fairer bzw. die Games müssten knapper werden. Weil ich habe meine 100%igen Niederlagen habe ich nicht mehr und ich habe meine 100%igen Siege nicht mehr. Ich übertreibe bei allen. Ne? Es gibt keine 100%igen Niederlagen, es gibt keine 100%igen Siege. Ich denke mir das gerade auch nur so ein bisschen aus. Es ist nicht gerade die Realität. Ne? Aber ich will nur versuchen, es zu erklären. Also 100%iger Sieg ist weg, 100%ige Niederlage ist weg. Das heißt, insgesamt müsste jetzt also das, was ich spiele, müssten knappere, fairere Games sein, wo es, was ja theoretisch gut ist. Andererseits, man hat diese Games, wo man sicher ist, dass man gewinnt oder ein gutes Matchup hat, da freut man sich ja auch drüber. Aber du hast diese frustrierenden Matchups nicht mehr, wo du weißt, dass du wahrscheinlich verlierst. Also es ist halt eine Abwägungssache, keine Ahnung. Und du hast natürlich weniger Klassenvielfalt. Also normalerweise, man freut sich ja immer, wenn man einigermaßen Klassenvielfalt hat. Also ich treffe auf Magier, ich treffe auf Priester, ich treffe auf Hexenmeister, ich treffe auf Krieger. Wenn du jetzt aber schon eine Klasse bannst und du bist jetzt ziemlich sicher, dass dich eine Klasse bannt oder zwei Klassen bannen, dann triffst du wahrscheinlich zwei, drei Klassen sowieso gar nicht mehr. Und dann hast du ja wahrscheinlich, also dann wirst du, zum einen wird die Chance, dass du ein Mirror-Match spielst, wird höher, wenn du nicht genau die Mirror-Klasse bannst, aber ansonsten wird die Chance auf ein Mirror-Match wird wesentlich höher, was schon mal schlecht ist. Und insgesamt wirst du gegen wesentlich weniger, du wirst also nur noch gegen zwei, drei Klassen die ganze Zeit, ein, zwei Klassen gibt's nicht, eine Klasse ist gebannt, eine Klasse bannt dich, also gibt's Mirror-Matches und ein, zwei andere Klassen. Auf den ersten Blick klingt es für mich, als würde die Meta zusammenrücken, aber als wird die Meta wesentlich weniger divers, wesentlich weniger Klassen und es kommen öfter Mirror-Matches zusammen. Auch da, allein da sind schon für mich zwei, drei Vorteile und zwei, drei Nachteile drin. Und jetzt gibt es eine Meta wie diese, also jetzt gibt es eine Meta wie die wir gerade haben, wo einfach eine Klasse absolut nervig, ich sag jetzt mal overpowered ist, ob es so overpowered ist, weiß ich nicht, aber ich finde schon, aber auch nervig, nämlich Warlock. Warlock ist super stark, Warlock ist super nervig, Warlock ist super frustrierend, ich würde Warlock bannen. Ich spiele Hunter, ich würde Warlock bannen. Ich spiele Priester, ich würde Warlock bannen. Ich spiele Krieger, ich würde Warlock bannen. Egal welche Klasse ich spiele, ich würde im Moment Warlock bannen. Okay, also Warlock ist raus. Aber das würden die meisten machen. Das heißt, Warlocks, gegen was spielen Warlocks? Spielen Warlocks noch gegen Warlocks oder bannen Warlocks auch Warlocks? Das heißt, der Warlock, zum einen gegen was spielt der Warlock? Nur noch gegen schlechte Matchups oder nur noch gegen Aggro-Decks, weil die bannen ihn nicht? Also wäre der Warlock quasi auch raus irgendwie?
Oder der Warlock hat 5 oder 6 Minuten Wartezeit, weil er so overpowered ist, dass ihn jeder bannt und keiner will mehr gegen ihn spielen. Das heißt, muss der Warlock dann 5, 6, 7 Minuten in die Warteschlange, damit überhaupt gegen ihn gespielt wird. Also auch bei einer Meta wie jetzt, wo ich glaube, dass ziemlich viele eine einzige Klasse bannen würden, gibt es den Vorteil, dass ich dagegen nicht mehr spielen muss und sie ist raus. Super. Aber man würde eine Klasse quasi völlig aus Hearthstone verbannen eventuell und diese Klasse, Leute, die Klasse spielen wollen, haben dann unendlich lange Wartezeiten vielleicht, eventuell, oder spielen nur noch gegen sich selber oder gegen schlechte Decks. Also alles, wirklich jede Idee oder jedes Szenario, was man sich durchdenken kann, hat da Vor- und Nachteile. Deswegen auf jeden Fall her damit und auf jeden Fall mal für 1 oder 2 Wochen testen. Da habe ich richtig Bock drauf, da bin ich gespannt, was passiert. Und danach kann man dann entscheiden, war es etwas Gutes, war es etwas Schlechtes. Will man das dauerhaft oder auch einfach als Wochenend oder als Wochenevent immer mal wieder eingestreut, um ein bisschen Spaß zu bringen. Und auch das sehe ich, ich glaube, ein Bann auf ewig ist, glaube ich, nicht die gute Idee. Also auf ewig eine Klasse bannen können, weiß ich nicht. Ich glaube, das könnte nicht gut sein. Aber einmal im Monat oder einmal im Quartal oder zweimal im Quartal so eine Woche reinschmeißen, wo man eine Klasse bannen könnte, das klingt eigentlich wieder wie eine ganz gute Idee. Einfach so als Auflockerung. Ja, wie seht ihr das? Wie steht ihr zu Zeit-Events? Wie steht ihr zu zeitlichen, zu diesem Belohnungsding? Wie steht ihr zu den Bans? Ich denke, das mit den Bans ist noch kontroverser. Sehr gespannt auf eure Meinung, weil ich meine, hier zählt es. Ja, haut raus. Ich bin gespannt, was passiert. Ich denke, irgendwas passiert. Sonst, also wenn sie nicht so, sie würden, ich denke, es dauert. Ich glaube nicht, dass es schnell geht. Aber ich denke, irgendwann, vielleicht nächstes Jahr, kommt sowas mal. Sonst würden sie, glaube ich, nicht so viel nachfragen und sie machen sich da schon recht viele Gedanken. Ja, ich bin und bleibe gespannt. Bleibt gesund. Wir sehen uns hier auf Twitch. Hier auf YouTube oder auf Twitch. Und bis bald. Ich gehe jetzt wieder Farbe tanken, damit ich wieder ein bisschen Sonne ins Gesicht bekomme. Ne? Hallo, vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du wurdest gut unterhalten, informiert und im Bestfall natürlich beides. Das Schönste wäre, wenn wir uns natürlich zum nächsten Video wiedersehen. Um das zu gewährleisten, am besten den Abo-Button drücken, der jetzt hier erscheinen müsste. Und zusätzlich unterstützt du damit natürlich auch noch diesen Kanal und gibst mir ganz viel Motivation, dass ich hier noch lange, lange weitermache und unsere kleine Familie hier noch wächst und wächst. Social Media habe ich auch, Twitter, Instagram darf gerne auch vorbeigeschaut werden und würde ich mich freuen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder zum nächsten Stream auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie sehen und bis dann, Freunde.